Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Vorab habe ich eine Information für euch. Und zwar habe ich ein zweites Video auf den Maggi Koch Kanal gedreht mit der Sandra zusammen, die 10 Zutaten Buzzer Challenge. Checkt das Video ab, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr schon mal da seid und es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt ganz wichtig in die Kommentare Hashtag vom Feinsten. Ich gucke mir die Kommentare an und like sie Leute. Und jetzt will ich nicht weiter rumreden und wünsche euch viel Spaß mit dem Steak Video. Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Ich bin's, euer Vasili. An der Stelle muss ich direkt erwähnen, ich muss die Sonnenbrille aufsetzen, weil es blendet hier irgendwie. Heute testen wir australisches Ribeye, Black Angus versus Ribeye vom deutschen Jungbullen. Die werden wir heute vergleichen, beides vom Discounter, muss ich an der Stelle erwähnen. War schon warm hier, ne? Auf jeden Fall. Beides vom Discounter und das Ganze werden wir testen in einem Beefer, der auch vom Discounter ist. Der hat jetzt 100 Euro gekostet, geht bis 800 Grad und wir werden den auch testen. Unter anderem gibt es auch Beefer von Aldi und Real. Die sind ein bisschen teurer. Ich habe mich erstmal für den hier entschieden. Den werde ich für euch testen. Dementsprechend auch mit Discounter Fleisch, ob es taugt, sowas für zu Hause sich anzuschaffen und dann auch damit qualitative, gute Steaks zuzubereiten. Weil man muss klar sagen, diese Steaks sind nicht gerade günstig. Das hier kostet jetzt 7,21 Euro, 350 Gramm. Für einen Discounter ist das noch ein guter Preis. Ihr seht auch, die Marmorierung ist sehr gut. Haltungsform 1, Stallhaltung, 21 Tage gereift, garantiert. Genauso hier, mindestens 28 Tage gereift. Hier haben wir jetzt 11,76 Euro, das ist ein bisschen teurer. Hier haben wir 11,76 Euro für 330 Gramm. Vielleicht weil es aus Australien kommt, Import-Export. Und dazu werden wir auch noch eine kleine Beilage zubereiten, und zwar diese Mini-Grillkartoffeln. Das eignet sich am besten, finde ich. Da braucht man nicht selber schälen, nicht kochen, günstig, einfach einzukaufen. Und man kann es ein bisschen verfeinern mit ein bisschen frischen Rosmarin und ein bisschen Butter. Dementsprechend kann man das auch noch ein bisschen nachwürzen. Das hat jetzt schon eine Kräuterwürzung. Aber ich kann es euch empfehlen, passt ganz gut zu Steaks und ist meine Alternative gegenüber Big Potatoes mit Sour Cream. Folienkartoffel-Sour-Cream. Wie ihr sehen könnt, mein neues Setup. Hier werden wir einige Barbecue-Videos drehen, Leute. Unter anderem auch für uns selber natürlich abends ein paar Grill-Session machen. Ich stelle euch einmal ganz kurz den Beefer vor. Und zwar das Einzige, was man benötigt, ist eine Gasflasche. Die ist da unten. Ganz einfach anzuschließen. Man braucht keinen Strom. Das heißt, man kann den Beefer auch mit am Strand nehmen oder mit an See. Wir werden den auf jeden Fall mit an See nehmen. An der Stelle muss ich erwähnen, wenn ihr so ein Format sehen wollt, wir grillen am See. Lasst einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, was wir am See grillen können. Inspiriert mich, lasst viele Daumen nach oben da und dann bekommt ihr ein geiles Video am See mit den Jungs zusammen, wie wir dort uns Steaks zubereiten oder dementsprechend, was ihr in die Kommentare schreibt. Wir werden es heute ganz klassisch lassen, und zwar arbeiten wir mit schön frischem Meeressalz. Schön frisch, das ist noch ein bisschen feucht sogar. Das ist wirklich vom Feinsten. Dann habe ich hier eine zusammengestellte Steak-Gewürzmischung. Und zwar habe ich dort ein bisschen Pfeffer, Rosmarin, Thymian, Knoblauch, ein bisschen Zwiebelpulver. Und das alles habe ich ein bisschen gemahlen. Frischer geht's nicht. Ich finde, das ist die beste Variante. So, meine Lieben, wir werden den jetzt erstmal aufschneiden. Ich will natürlich nicht kaputt schneiden. Ich habe die jetzt auch schon ein bisschen draußen stehen lassen, weil wir werden sie nicht vorher auf den Grill tun. Ihr habt es ja bei meinem letzten Steak-Video gesehen, da hatten wir schönes hohes Steak. Hier haben wir jetzt zwei Fingerdicke. Dementsprechend kann man auch, wenn man ein Steak hat, was zwei Fingerdicke hat, auch im Beefer ohne Probleme zubereiten. Das heißt, man muss ihn vorher nicht grillen, dass man ihn Medium bekommt. Wenn man, sage ich mal, drei Fingerdicke, vier Fingerdickes Stück Fleisch hier reintut, bevor man es grillt, sage ich mal, ist es schwierig, dass man den gar gerade Medium bekommt. Erst recht Medium well. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr ein dickes Stück Fleisch habt, was jetzt doppelt so dick ist, einmal vor auf euren Grill, schön von beiden Seiten eine Minute schön anbraten, schönes Muster machen und dann erst in den Beefer rein. So, wir werden es jetzt als erstes schön würzen. Wichtig, mit Salz schön einreiben, ja, schön großzügig. Das wird dann später auch schön karamellisiert und gibt eine schöne Kruste. Da bist du am Schwitzen, ne? Leute, ja, ja. Leute, wir haben hier 32 Grad. Ich liebe sowas, wirklich, fühle mich gerade wie im Urlaub. Aber die Hitze macht schon zu schaffen, wirklich. So, schön großzügig. Oh, guck mal, das ist... Mal gucken, ich bin gespannt. Also, es kann sein, dass es komplett zäh schmeckt, aber es kann auch sein, dass es wirklich zart wie Butter ist. Apropos Butter. So, jetzt haben wir das. Unser Steakgewürz machen wir kurz bevor wir das Steak rausnehmen drauf. Also erstmal nur salzen, am besten nur mit Meeressalz. Dementsprechend habe ich hier auch flüssige Butter. Die werden wir danach nutzen, damit das auch schön karamellisiert, auch bevor wir das raustun. Das alles werden wir dann im Beefer machen. So, das haben wir. Ich gehe mal die Kartoffelchen aus. Die könnt ihr auch mit der Schale auf den Grill tun und dann den Deckel drauf machen. Ich mache es jetzt aber in der Pfanne. Ich finde, in der Pfanne ist es auch recht gut. Dementsprechend habe ich mir hier auch extra so einen mobilen Herd geholt, damit ich es hier auch nutzen kann. So sieht das Ganze aus, ganz simpel, einfach aufschneiden. Hm.
So Leute, seht ihr, ihr müsst nur das Paket aufschneiden. Dieses Paket hat mich jetzt 1,49 Euro gekostet, 1,50 Euro. Das heißt, finde ich ganz gut, den Preis, der Preis gerechtfertigt, zwei Portionen und man hat nicht viel Arbeit und kann es sofort zubereiten. Mach ich mal die Pfanne an. Derzeit mache ich auch den Beefer an. Hier ist ganz simpel, ich drehe das Gas auf. So. Zack, volle Pulle. Dann hat er hier einen eigenen Starter. Ihr hört das jetzt. Muss man immer ein bisschen kurz warten. So, jetzt an. Die Hitze kommt von oben. Und das hier ist das Rost, was man da nehmen kann. Es gibt auch noch ein anderes dabei für Fisch. Aber wir werden hauptsächlich in Beefer nur Fleisch zubereiten. Das kann ich auch nur empfehlen. Natürlich kann man auch andere Sachen in Beefer zubereiten. Aber ich sag mal so, ein Beefer sagt ja schon alles, der Name. Deswegen gehört für mich in ein Beefer nur Steaks. Sonst nichts, also Fleisch. So, wir lassen das jetzt kurz aufheizen. Das braucht höchstens eine Minute. Dann kann man sofort damit arbeiten. Geht schnell, einfach, wie ihr sehen konntet. Simpel. Und ich sag euch ehrlich, ich benutze ihn jetzt das dritte Mal. Ja, wir haben ihn schon zweimal privat benutzt. Das dritte Mal. Und sauber machen, einfach. Keine Probleme, nichts verbiegt sich. Der ist sehr, sehr stabil. Und bis jetzt verspricht er das auch, was er... Okay. meine Blume. Ich habe extra eine Blume hier. Ich mache es natürlich noch schöner, Leute, ne? Mein Setup hier. Das ist erstmal provisorisch. Aber das ist erstmal provisorisch. So, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Für 100 Euro definitiv. Unser Grill war noch teurer wie der. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich bin gespannt auf den Beefer von Aldi und den Beefer von Real. Der von Real wurde mir in meinen engsten Kreisen mitgeteilt, dass er phänomenal ist. Ich bin gespannt. Also ich bin bis jetzt von dem schon begeistert und mal gucken, was uns die anderen versprechen. Aber heute testen wir den. Das Ding hat mich hier knapp 19,99 gekostet. Ne? Ich habe jetzt auf voller Stufe. Strom ist an. Alaska. Das wird nicht heiß, guck dir das mal an. Überhaupt nicht, oder was? Ganz langsam. Egal, wenn das da nicht funktioniert, Leute, wir improvisieren. Dann benutzen wir unsere Schale und machen unsere Kartoffelchen mit Thymian in unserem Beefer. Ganz einfach, dann testen wir das halt so, gar kein Problem. Wir improvisieren. Das wird nicht heiß, ist nicht schlimm. So, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem ersten Steak an. Und nehmen mal unseren deutschen Jungbullen. Wir tun ihn jetzt einfach ganz simpel auf unser Rost hier, so. Na, ich brauche von der Seite. Ja. So, einfach drauf. Dann schieben wir das in die dritte Stufe, weil wir wollen den ja Medium haben. Das mache ich jetzt nach Gefühl. Euch kann ich empfehlen, gestern bei der Dicke haben wir circa von beiden Seiten bei der Stufe 3 Minuten gebraucht. Dann war das Steak perfekt Medium. Und wenn ihr Massi fragen würdet jetzt an der Stelle, der Saft, ich sag euch eins, er hat in die Mitte reingeschnitten, das war ein ganzer See. Weil der Saft durch den Beefer bleibt der ganze schöne Saft von dem Fleisch in dem Fleisch drin und wenn man reinschneidet, kommt dieser Saft raus. Das macht auch so einen Beefer aus. Der sorgt einfach dafür, dass sich sofort eine Kruste bildet und dementsprechend der Saft nicht rausfließt. Das werdet ihr gleich auch sehen. Das Einzige, was hier runter tropft, ist dann das Fett. Und das Fett gibt nochmal einen extra Geschmack. Und dieses Aroma, sobald die erste Schicht gebraten ist, Leute, wenn ihr selber riecht, vom Feinsten, vom Allerfeinsten. Ich hatte das Steak jetzt einmal gedreht, nach circa 1,5 Minuten. Jetzt ist das die andere Seite. Die lassen wir jetzt auch 1,5 Minuten braten. In der Zeit, weil unser Alaska hier seinen Geist aufgegeben hat. Ey, das ist unfassbar, wirklich. Das, ich sag nichts dazu. So. Ich werde das jetzt improvisatorisch hier in diese Schale geben, so wie es auch auf der Packungsanleitung stand. Da können wir ja so machen, da braucht ihr gar keine Pfanne. So, dann mache ich, jetzt einfach ein bisschen extra Butter rein, verfeinere das. So. Ein bisschen Isowert kurz, glaube ich, ändern. So. Frischen Rosmarin rein. Das werden wir dann auch in dem Beefer tun. Ich bin gespannt. Dann schauen wir mal, was das Fleisch hier sagt. Das sieht schon mal gut aus. So, das werden wir jetzt einmal karamellisieren. Das war, wie ich gesagt habe. Zum Schluss machen wir jetzt das Pfeffer ein bisschen drauf. So. Streichen wir das ein bisschen mit Butter ein. Schieben das direkt wieder rein. Das gibt jetzt nochmal eine schöne Farbe. Wie erwähnt, karamellisiert alles. Und gibt eine schöne Kruste und einen schönen Geschmack. So, dann werden wir das Ganze nochmal drehen. Genauso machen. Und dann ist das Steak fertig.
Ich denke, dann sind wir bei Medium, Medium Well, also Medium Plus, zart rosa, nicht mehr blutig. Das ist bei dem Fleisch halt schwierig, weil es ist natürlich sehr dünn gerade. Ja, und es ist auch zerfallen, nicht so wie bei diesem Stück. Und es hat auch was damit zu tun, wer jetzt sagt, ich würde niemals ein Steak Medium hinbekommen. Leute, ihr könnt euch ganz einfach ein Thermostat kaufen, extra für Steaks, Beefs. Das schiebt ihr rein und zeigt euch an, welchen Gargrad gerade euer Fleisch hat. So könnt ihr jedes Steak nach eurer Art zubereiten, ohne dass ein Fell passiert. Oder wenn ihr für euren Freund, Freundin oder Familie ein Steak zubereitet, dass ihr genau den perfekten Gargrad trifft, Leute. Vom Feinsten. So. Wie ihr sehen könnt, hier geht's ruckzuck. Das sieht schon mal genial aus. Das wollte ich haben. Jetzt machen wir das auf der anderen Seite auch. Und dann ist das Steak auch schon fertig. Dann werden wir in der Zeit genau das gleiche, so wie wir die Steak jetzt zubereitet haben, werden wir auch unser australisches Steak zubereiten. Dann werden wir das Ganze testen. Natürlich werden wir das Fleisch sofort einschneiden, weil ein Fleisch, finde ich, muss man für ein, zwei Minuten ruhen lassen, nicht länger. Und dementsprechend ist es dann lauwarm und dann kann man schön die, ihr kennt es ja von meinen anderen Steaks-Videos, wie ich es am besten liebe, in Streifen schneiden, in den Sud eintauchen und dann essen. Mit den Händen oder mit der Gabel oder mit der Zange, wie ihr gerne möchtet. Ihr könnt es auch mit Messer und Gabel essen. Ich esse es gerne so mit der Hand, so liebe ich es am liebsten. So speise ich auch bei mir in Griechenland, wenn ich mir was zubereite, draußen koche. Für mich ist das ganz normal, sage ich mal an der Stelle. Ja. So, das sieht schon mal gut aus, das haben wir jetzt. Erst Steak haben wir, direkt tun wir das nächste Steak rein. Zack, zack. Und gib ihm Power. So, das werden wir jetzt einmal einschneiden. Nochmal erwähne ich, hier haben wir jetzt das Ribeye Steak vom Jungbullen. Wie ich gesagt habe, Medium Plus. Zart rosa, man könnte sogar Medium sagen, weil das Fleisch hell ist. Sieht schon mal sehr gut aus, lässt sich gut schneiden, muss ich an der Stelle auch erwähnen. Werden jetzt gleich nochmal frisch ein bisschen Butter drüber tun. So, Butter drüber. Ihr könnt natürlich auch Kräuterbutter nehmen, aber an der Stelle muss ich erwähnen, wenn ihr einen richtig geilen Steakgeschmack haben wollt, neutral, benutzt einfach klassische Butter und ein Steakgewürz, dann habt ihr auch noch den Geschmack von dem Steak. Wenn ihr nur Kräuterbutter benutzt, habt ihr viel Salz, viele Kräuter und schmeckt eigentlich nicht mehr diesen schönen Saft von dem Beef, der eigentlich ein gutes Steak ausmacht. Jetzt machen wir noch ein bisschen frisch Pfeffer drüber. So, jetzt werde ich das nochmal für eine Minute stehen lassen und dann können wir das speisen. In der Zeit gucke ich, was das Steak hier macht. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das werden wir jetzt auch einmal drehen. So, wie ihr sehen könnt, das ist das Salz, was schön eine Kruste bildet. Eine Salzkruste. Dann das Ganze drehen. Ich denke, das Steak machen wir genau im gleichen Gargrad, Medium, kurz vor Medium Well. Ich glaube, das wird krasser. Ja, vom Aussehen okay, aber ich bin jetzt gespannt vom Geschmack. Also ich bewerte jetzt den Geschmack, die Konsistenz und wie saftig es ist. Ich denke, diese drei Komponenten sind gut und das werden wir dann im Vergleich zu dem nehmen. Was jetzt das Aussehen angeht, denke ich, das sieht besser aus. Oh, ich kann in der Zeit einfach, guck mal Leute, dann tropft auch ein bisschen Sud rein. Ich tue einfach jetzt mal die Kartoffeln so, wie die sind und schiebe die hier unten rein einfach. Ja, und dann tropft auch dieser schöne Saft vom Fleisch und vom Fett unten auf die Kartoffeln und das gibt nochmal einen extra Geschmack. Ich bin selber gespannt. Mal gucken. Und wie lange sie brauchen und ob sie überhaupt was werden in dem Beefer. Also bis jetzt, wie gesagt, der Beefer erfüllt alle meine Bedürfnisse für 100 Euro. Natürlich muss man sich noch eine Glas... Natürlich muss man sich noch eine Gasflasche anschaffen. Die kostet 10 Euro mit Pfand, 20 Euro, also insgesamt 30 Euro, 10 Euro mehr. Lohnt sich, definitiv. Ist ja bei dem Gasgrill nicht anders, ne? Jetzt werde ich mal das Steak probieren. Ich werde dich gleich auch direkt probieren lassen, Massi, dass du genauso wie ich. So, seht ihr das? Ich tunke das hier in den Sud ein. Weiß nicht, kann sein, dass ich jetzt ein falsches Stück genommen habe, aber ich kann es nicht kauen. Also, Saft ist gut, Geschmack geht so. Geht so wirklich. Was die Konsistenz angeht von dem Fleisch, Leute, das ist einfach zäh. Kaugummi. Vielleicht haben wir ein falsches Stück erwischt. Welcher war das jetzt? Das war der Jungbulle, ja? Das war der Jungbulle. Ich lasse sie auch sofort probieren. Hier, das andere Steak ist auch sofort fertig. Das werden wir jetzt kurz auch einmal mit Butter bestreichen. Das ist doch schwierig, oder? Um zurückzukommen, du kannst es probieren. Ich kann es nicht essen, ja. Es ist wie diese türkischen Kaugummis.
Also, Geschmack ist ein Eigengeschmack. Habe ich so jetzt noch nicht gegessen von Fleisch, diesen Geschmack. Saftig, natürlich, der Beefer hat seine Arbeit gemacht, vom Feinsten. Aber was die Konsistenz angeht vom Fleisch, Katastrophe. Das ist leider zäh. So, du kannst jetzt auch, warte, ich hole das andere auch raus, dann kannst du auch probieren. Also ich muss noch einmal. Ich muss das noch einmal drehen. So, wir drehen das jetzt noch einmal. Karamellisieren auch die andere Seite. Zack. Schön mit Butter. Halbe Minute und dann ist das auch fertig. So, ich hole jetzt das australische Fleisch raus. Hier haben wir das australische. Kartoffeln lasse ich da unten. Die schön langsam. Und dann Kartoffeln tue ich jetzt hier drauf. So wie ihr sehen könnt, könnt ihr den Beefer auch dafür nutzen. Ich schiebe es jetzt auch hier rein und warte, bis sie fertig sind. Dann schneide ich mir jetzt das australische Ribeye an. Auch 28 Tage gereift. Das haben wir Medium gebraten, wie ihr sehen könnt. Medium Rare sogar. Ist sogar noch besser, das mag der Massi jetzt auch. Man tastet sich ran, Leute. An der Stelle muss ich erwähnen, wo ich Massi kennengelernt habe, hat er Medium Plus gegessen, zart rosa. Und seitdem ich dieses Steak so zubereite, ist er auf Medium hochgestiegen und jetzt ist er sogar Medium Rare. Genau dieser Gargrad. Bei dem letzten Steak, wo wir ein Dry Age zubereitet haben, ein Ribeye am Knochen, ein Cowboy Steak, da war das sogar fast Rare. Das war heftig, oder? Das war brutal. So. Also ich kann noch eins sagen, dieses Ding taugt auch für die Kartoffeln. Guckt euch das mal an. Komm mal rum. Genial, guck mal. Perfekt. So, ich tue das jetzt mal hier unten hin. Das kann dann lange heiß bleiben. Ah, muss ich noch erwähnen, ich habe den zweimal sauber gemacht. Wenn man ihn sauber machen will, das ist so einfach und simpel. Mit einem Schwamm, warmes Wasser, einmal richtig durchschrubben, Zewa-Tuch und schon ist es sauber. Nicht viel Arbeit. Ich habe jetzt drei geschnitten. Hier mache ich das wie bei dem anderen Steak. Wir wollen ja immer gleich nochmal ein bisschen frische Butter drauf. Gibt einen geilen Geschmack, nochmal ein bisschen dieses Steak-Gewürz. Jetzt lasse ich das auch eine halbe Minute kurz ruhen. Und dann testen wir das. Also hier, wie gesagt, kann ich sagen, Leute, das ist zäh. Und wenn ein Fleisch zäh ist, macht es alles andere auch kaputt. Dann kann es den besten Geschmack haben, den besten Sud. Aber wenn es zäh ist, ist es ein No-Go. Definitiv. Ich kann ihn jetzt mal ausmachen, wie ihr sehen könnt. Einfach zack. Also ich bin gespannt auf die anderen, wirklich. Das sieht nicht zäh aus. Ich bin gespannt. Ich nehme mal hier von der Mitte, schön mit Sud. Das ist das. Das. Geschmack perfekt. Saft unglaublich. Der Saft wirklich vom Feinsten. Mit der Butter, Leute. Und die Konsistenz. Ein Gaumenschmaus. Oder wenn du jetzt probierst den Unterschied. Na, als erstes, bitte tu mir einen Gefallen. Probier erstmal das und dann das. So, übernehmen jetzt die Kamera, Leute. Fang okay. Mit dem Australischen an. Okay. Ich nehme hier so ein Stück. Das ist schön heiß. Boah. Also ich habe mein Favorite definitiv. Das ist das zweite Mal. Letztes Mal hatten wir auch australisches. Mm. Konsistenz gut, ne? Butterweich, oder? Geschmack. Ja. Also richtig weich, so wie bei dem letzten Mal. Und saftig ohne Ende. Das ist das Krasse. Ich durfte jetzt hier ein paar Mal Steaks essen von Vasili. Und ich muss sagen, seit wir diesen Beefer haben, merkst du halt wirklich diesen Unterschied, wie saftig das ist. Das ist echt krass. Zum Gasgrill, ne? Und dieser Saft geht auch nicht raus, sondern erst wenn du Steak anschneidest, bleibt alles schön drin. Wenn du das isst, du denkst teilweise nicht mehr, dass du Steak ist, sondern dass du so ein Hähnchen isst oder so. Okay, das war die gute Seite. Jetzt kommt die dunkle Seite. Oh. Jetzt pass auf, jetzt genau das Gegenteil. Das finde ich immer so interessant. Das ist jetzt hier australisch, oder was? Das ist vom deutschen Jungbullen. Okay. Ribeye. Geschmack auch, ne? Also Geschmack finde ich jetzt nicht mal so schlimm, mhm. Aber Geschmack finde ich eigentlich ganz okay sogar. Aber kriegt ein Sixpack an meinen Kiefer, wenn ich das ganze Steak esse. Das ist das Problem, der Kaugummi im Gegensatz auch zu dem anderen. Vor allem. Ja. Mhm. Was würdest du sagen? Also was kannst du meinen Zuschauern empfehlen? Australisch oder deutsche Jungbullen? 100%. Black Angus. Black Angus. Heftig. Wirklich. Das war wirklich top. Da brauchst du zu lang zum Kauen. Aber ich bin immer noch an dem einen Stück und jetzt schmecke ich eigentlich gar nichts mehr. Schwierig. Also meine Lieben, ich bin genau der gleichen Meinung.
Natürlich, heute hat klar gewonnen, australisches Ribeye Black Angus, kann ich euch nur empfehlen vom Discounter, heftige Qualität. Und das ist Discounter und der Preis, Leute, das Verrückte an dieser ganzen, natürlich, es ist noch sogar noch ein bisschen teurer, ne? Aber für 330 Gramm, 11 Euro, für diese Qualität mit dem Beefer, da kann ich zu euch sagen, das ist klare Steakhouse-Qualität. Was den Geschmack angeht, den Saft, die Konsistenz vom Fleisch, die Verarbeitung frisch. Hundertprozentig. Wenn ihr ein gutes Steak essen wollt, vom Discounter, zu Hause zubereiten, ob Gasgrill oder hier, kann ich euch definitiv empfehlen, das australische Black Angus Ribeye Steak. Gibt's auch Filet von dem australischen Black Angus. Gönnt euch das, Leute. Da habe ich zu 100% keine Bedenken, wenn ihr euch das kauft und zu Hause zubereitet, dass es definitiv euren Gaumen befriedigen wird, Leute. So, also klarer Gewinner, Black Angus. Applaus, Australien, vom Feinsten, 28 Tage gereift. Jetzt checken wir noch unsere leckeren Rosmarinkartoffeln ab. So, ich hole das mal raus. Die werden jetzt die perfekte Beilage dazu in Kombination. Wir werden jetzt gucken, ob es auch im Beefer gut schmeckt. Ich hole mal eine Gabel. Sieht auf jeden Fall vom Allerfeinsten aus, schon mal optisch, finde ich. Ich weiß, ich bin gerade am Film, ne? Vielleicht denken sich manche, Alter, das ist doch fast roh, aber ich sag's euch, Leute, das ist der real shit. Vertraut mir einfach. Ja, ne? Vertraut mir einfach. Schaltet die einfach mal ein. Ist auf jeden Fall gegart. Bisschen mit dem Saft. Hundertprozentig. Diese Kombination für zwei Personen, Leute, für 10 Euro, gönnt euch. Ich kann es euch nur empfehlen. Probiert es einmal so zu Hause aus, im Garten oder mit euren Freunden. Wir haben letztens im Lidl auch viele junge Leute gesehen, wirklich jung, die sich Steaks gekauft haben und gesagt haben, wir grillen jetzt erstmal zusammen. Fand ich genial. Deswegen, diese Kombination kann ich euch nur empfehlen. Da habt ihr High-Quality-Premium-Qualität. Zu 100%. Das ist mehr Sein wie Schein. Nicht wie bei den anderen, mehr Schein wie Sein. Zu 100%. Geil, ich bin selber überrascht. Dann nochmal zu dem Beefer. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ich bin sehr zufrieden mit denen. Er erfüllt alle Kriterien, die ich erwarte von so einem Beefer. Erst recht, wenn ich 100 Euro zahle und den in meinem Garten stehen haben möchte. An der Stelle erwähne ich nochmal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dementsprechend gebt mir Vorschläge, was wir am See mit dem Beefer zubereiten können. Und dann bekommt ihr das Video von mir, Leute. Aber nehmt diesen Daumen nach oben Balken auseinander. Zeigt mir eure Liebe, Leute. So, dann kommen wir auch schon zum Ende. Ich werde jetzt hier aufräumen. Zeigt mal da hoch. Seht ihr, was da kommt? Ja, da kommt was. Wir speisen das natürlich jetzt noch. Das hier kann ich euch klar sagen, Leute, ich bin ehrlich. Das ist keiner mehr von uns. Müssen wir gucken, was wir damit machen. Ist schade, ist leider so. Das hier werden wir jetzt noch auseinandernehmen. Genauso wie die Kartoffeln. Umid ist auch oben, er hat auch Hunger. Cheat Day heute. Und das war's auch schon. Dann würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ihr kennt's von mir klassisch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Leute.